Was ist Zukumania? Zukumania ist mein Traum. Ja, Zukumania ist zunächst mal ein absurdes Projekt von 4 Privatpersonen, die ganz große Träume haben. Dass wir 4 einfach angefangen haben, unsere Träume umzusetzen. Martin Pies sagt mich ja schon seit 2 Jahren, wir müssen jetzt Zirkus machen. Und ich habe gesagt, nee, ich muss mein Studium fertig machen. Wir waren so heiß drauf, das zu machen, dass es schon dieses Jahr sein musste. Und gesagt haben, und wenn es nur eine Woche ist, die Vorbereitungen waren natürlich sehr umfassend, weil wir innerhalb kürzester Zeit ganz viel schaffen wollten und das eigentlich auch geschafft haben. Die Idee, das Ganze so in der Art aufzuziehen, gibt es ja schon ganz lange. Aber so richtig den Impuls anzufangen, gab es Ende Februar. Im März, April haben wir erst so richtig angefangen. Es gab noch eine Umstellung im Team. Schon das war ein spannender Prozess, also uns als Personen wirklich zu finden, als Gruppe zu finden und herauszufinden, was wollen wir eigentlich. Was mich in dieser Vorbereitungszeit und auch in der Durchführung dann richtig begeistert hat, war irgendwie, wie wir uns ergänzt haben. Also sprich, dass jeder so andere Kompetenzen, andere Stärken, anderes Wissen mit eingebracht hat und ja auch weiterhin einbringt. Wir haben ganz viel Konzeptionsarbeit gleichzeitig mit der ganz konkreten Vorbereitung geleistet. Ganz viel Anträge und schriftliche Sachen, Werbung gleichzeitig schon mit der Organisation von konkreten Ausrüstungsgegenständen. Wir haben sehr, sehr viele Leute motiviert. Ohne die ganzen Helfer und Supporter hätte das niemals geklappt. Natürlich ist auch nicht alles glatt verlaufen. Wie das immer so ist, man hat Absprachen mit Menschen, dann funktioniert das nicht, man verlässt sich drauf. Ich ging mehrere Monate davon aus, dass das mit der Stromfrage geklärt sei. Und plötzlich, kurz vor dem Festival, hieß es, wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom. Und dann hatten wir eine E-Mail bekommen, einfach so von Thomas. Und Thomas fand einfach unsere Idee interessant, fand unser Festival interessant, dass er so ein Potenzial hätte. Bin ich nach Hause gefahren und bekam eine E-Mail von ihm. Ja, weißt du was, das und das Aggregat, ich sponsor euch die 280 Euro. 280, okay, dann sollte es irgendwie doch 380 kosten. Dann haben wir gesagt, okay, übernehmen wir den Rest. Kurze Zeit später bekam ich wieder eine E-Mail von ihm. Nee, ich übernehme den ganzen Generator. Einfach so. Irgendein Mensch, der von uns gehört hat und Lust hatte, genau dieses Projekt zu unterstützen. Aktion, also unsere Crowdfunding-Aktion, ist geglückt. Wir haben das Geld zusammen, das wir für dieses schöne Zirkuszelt brauchten, aber sie läuft für euch. Dankeschön, vielen Dank dafür, vielen Dank für so viel Unterstützung und Vertrauen im Voraus. Thank you.
hier passiert. Also, wir haben heute eine ganz besondere Vorstellung. Eine ganz besondere Vorstellung zu feiern, regelrecht. Eine Woche lang Zirkomania haben trainiert bei uns drei Kindergruppen und eine Erwachsenengruppe. Ich fange an, mit ganz kleinen Schritten versuche ich den Kindern zu zeigen, wie man einen Raum mal anders wahrnehmen kann. Also wie man in dem Trainingsraum sozusagen eine, für sich ganz neue Welt entdecken kann. Ich stelle mir vor, es ist total schwül draußen und da kommt dann der Regen endlich runter. Nein, ist langsam, bitte. Ja. Ich kann nicht. Außerdem ist er ja auch so wieder angekommen. Auf geht's. Es ist so, dass ich ja sonst hauptsächlich Kurse für Erwachsene gebe und ich merke da doch einen großen Unterschied bei den Kindern. Da geht es vielmehr um das Spielen und das gemeinsame Spielen, um Gruppen Dynamiken zu erzeugen. Als ich dann jetzt Anfang des Sommers hierher kam, fiel mir dieser Flyer von Zirkomania in die Hände. Daraufhin habe ich sofort Leute kontaktiert, bei denen ich mir sicher war, dass die hinter dieser Organisation stecken. Und so hat sich das ergeben, dass ich die Möglichkeit hatte, hier einen Workshop zu geben. Heute im Bund, das heißt, man kann prima Partnerakrobatik machen und auch ein paar Pyramiden bauen, wenn wir das wollen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass eine Gruppendynamik entsteht in der Gruppe. Ich versuche, die Gruppe zusammenzubringen, das mit denen gemeinsam zu machen und sie nicht zu spalten. Wenn nur einer am Tuch, dann möchte ich nicht, dass ihr hier auf den... Ja, genau. Wenn ihr merkt, dass ihr keine Kraft mehr habt, dann kommt ihr einfach wieder runter, ja? Das ist eine gute Kraft. Die meisten Kinder sind total motiviert und sobald sie was gelernt haben, sagen sie sofort: Anna, 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 das will ich unbedingt am Samstag zeigen bei der Aufführung. Ich habe darüber erfahren, weil plötzlich eine E-Mail kam: Zirkomania, wir sind ein Festival. Und ich wusste gar nicht, woher das ist und wo die her sind und dass es überhaupt in Leipzig Menschen gibt, die Zirkus machen. Ich habe einen Workshop angeboten, der eben nicht requisitentechnisch, wir lernen eine Technik und dann lernen wir sie auswendig in Sequenzen, das typisch Klassische, sondern wie gehe ich damit um, wenn auf der Bühne die totale Katastrophe passiert oder ein Hund bellt oder ich den Text vergesse sozusagen. Und daran haben wir gearbeitet. Die Kinder waren so in ihren Nummern als Gruppe so eng zusammen, da wollten wir uns als Erwachsene nicht reinquetschen, weil dann wäre es leicht passiert, dass wir sie übertrumpfen oder zu sehr auf uns aufmerksam machen. Und deswegen haben die Erwachsenen gesagt, wir sind die Assistenten. Thank you.
Das Projekt Zirkomania ist mir sehr ans Herz gewachsen, da ich mir schon immer gewünscht habe, dass in Leipzig ein Kinderzirkus-Pilotprojekt oder ähnliches mal entsteht, was ich vielleicht auch hoffentlich weiterentwickeln kann. Dieses Jahr war Zirkomania ein kurzes Festival von einer Woche, das mir ziemlich lang erschien. Also Zirkomania soll, also ist zunächst erstmal eine Zukunftsvision und soll werden ein fester Zirkusstandort hier in Leipzig. Eine super schöne Atmosphäre und Publikum mit viel Applaus und Gelächter. Nachmittags Menschen, Eltern, Kinder, ältere Leute auf der Wiese sind und mit Bällen jonglieren und Hula-Hoop spielen und einfaches Genießen hier zu sein, ist einfach eine wundervolle Erfahrung und ein wundervoller Blickpunkt für Leipzig. Das ist einfach ein Riesennetz aus Menschen, die sich dafür begeistert haben und es die Zeit total, total genossen haben hier. Wir werden uns jetzt zusammensetzen, die Nachbereitung machen, viele, viele E-Mails, Danksagungen und so weiter zu verschicken haben. Zwischendurch habe ich nicht gedacht, dass es so ein Erfolg wird. Und hier langsam fange ich an, auch wirklich das zu spüren. Für mich, also zu spüren, dass das jetzt ein Riesenerfolg war. Nicht einfach nur ein kleines, schönes Festival, sondern dass wir einen Grundstein gesetzt haben, der steht. Für mich ist die Vision Zirkomania Zirkuskultur in Leipzig und auch allgemein zu fördern und zu etablieren. Ich sehe da meinen Schwerpunkt vorrangig in der Zirkuspädagogik, sprich anderen Menschen Zirkuskünste beizubringen. Für mich persönlich steht vor allem im Vordergrund, dass wir einen festen Stellplatz suchen und brauchen. Wir Fördergelder beantragen wollen und jetzt denke ich auch können, weil wir auch tatsächlich auch viel Medienpräsenz hatten. Also Zirkomania muss schon viel in die Zukunft denken, muss noch ganz konzeptionell jetzt erstmal arbeiten in den nächsten Monaten. Ich schaue sehr, sehr optimistisch ins nächste Jahr. Mit der Erfahrung, die wir dieses Jahr gemacht haben, können wir nächstes Jahr einiges hoffen. Jump, 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 jump